Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 26. Dezember 2017? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Es ist eine zunehmende Mondphase, das eignet sich ganz gut dafür, etwas starten, was vermehren soll, zunehmen soll. Heute ist Halbmond. Es fehlt etwas. Was fehlt? Die Luftelement, die Leichtigkeit, die Ideen, die Spontanität. Wo wir Ausgleich finden, das vermittelt die Tierkreiszeichen Waage. Schönheit, Harmonie, Kreativität, Partnerschaft, auf anderen zugehen, Thema Liebe, aber mit Leichtigkeit oder etwas im Gleichgewicht bringen, etwas ausgleichen, abwägen oder Gerechtigkeit. Das sind die Themen, was auch wichtig ist und es sorgt für die Harmonie. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Krebs. Die chinesischen Astrologen beschreiben Sonne und Mond als Himmelskaiser und Himmelskaiserin. Der Himmelskaiser nach chinesischer Astrologie, also die Sonne, befindet sich im Palast des Nordens und hat eine Bewegung, hat die Mitte verlassen, aktiv, eine aktive Energie. Die Sonne vermittelt uns auch etwas, und die Botschaft ist, etwas in Form zu bringen, gestalten und diese schöpferische Kraft auch an uns spüren. Das ist die Lebensenergie, was die Sonne vermittelt, die Lebenskraft. Die Himmelskaiserin, so nennen das die chinesischen Astrologen, bewegt sich gerade im Palast des Westens und sie nennen das als weiße Tiger. Und in diesem Palast des Westens, wie allen Paläste, haben eine Mitte und die Mondenergie ist noch in die Mitte. Und das ist ein gewisser Rückzug, weil unsere Gefühlen brauchen die Ruhe, brauchen gerade diese Zurückgezogenheit. Natürlich entsteht heute bei diesem Halbmond eine Spannung zwischen Sonne und Mond, eine Spannung zwischen Himmelskaiser und Himmelskaiserin. Die Sonnenenergie ist aktiv und möchte etwas gestalten, etwas in Bewegung setzen, aber das Gefühl, die Mondenergie sagt, wir brauchen noch die Rückzug, die Ruhe und es ist nicht einfach, das Ausgleichen, Ausbalancieren und dafür hilft gerade die Energie der Tierkreiszeichen Waage. Ausgleichen, abwiegen, was ist wichtig, aktiv zu sein oder passiv zu sein, etwas unternehmen oder etwas noch zurückhalten. Und das im Gleichgewicht halten, so kommen wir in Harmonie. Mond hat einen Einfluss von Baten Kaitos und dieser Baten Kaitos ist ein Stern in Sternbild Walfisch. Die Botschaft ist, jemand versucht uns etwas erzwingen. Unsere Aufgabe ist, ein Nein zu sagen. Also wir sollen zu uns selbst stehen. Mond bewegt sich auch schnell und kommt zur Verbindung zum Andromeda. Was ist die Geschichte dazu und was sollen wir daraus lernen? Es gab einmal eine Königin, Name Cassiopeia. Und diese Königin hatte eine wunderschöne Tochter, Andromeda. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste.
sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Die Meeresjungfrauen haben sich bei Gott des Meeres, also bei Poseidon, beschwert. Poseidon schickte die Walfisch zu dem Königreich, die Königin zu bestrafen. Und diese Meeresungeheuer, diese Walfisch, bestrafte nicht die Königin, sondern fesselte Andromeda an den Felsen. Und das war die gefesselte Königstochter Andromeda. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von diesem Fesseln. Und die beiden haben sich auch verliebt. Und es war die Befreiung von Andromeda. Und das ist auch eine Botschaft für uns, weil es ist nicht nur dieser gefangen zu sein, dieses Gefühl, sondern auch die Ängste. Weil in die Nähe befindet sich auch Medusa, die furchterregende, und Andromeda hat auch Angst gehabt und hat sich wie ein Stein gefühlt, unbeweglich, bis dann Perseus sie befreit hat. Für uns ist das eine klare Botschaft von unserem Ängste befreien und dass niemand uns etwas erzwingen darf, sollte nicht so sein. Und das ist die Energie, was gerade die Mond uns vermittelt, frei zu sein und angstfrei leben und uns nichts vorschreiben lassen. Und das ist die Bewegung des Mondes, das ist die Botschaft von Andromeda und von diesem Walfisch. Und es gibt nochmal eine Botschaft und es ist wichtig für die Wiedergeborenen, es ist wichtig auch für die Wagengeborenen, aber auch Schützengeborenen und Löwengeborenen, weil sie spüren diese Energie, was ich jetzt vermittle. Uranus ist der Planet für plötzliche, unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Und dieser Planet ist gerade rückläufig, das bremst ein bisschen etwas. Kann auch bedeuten, dass hier karmische Erinnerungen sind oder Veränderungen, was unsere Vergangenheit noch betrifft. Wie zum Beispiel abschließen mit Vergangenheit, Ängste befreien und frei zu sein für etwas Neues. Also diese Rückläufigkeit kann das auch hervorrufen. Uranus ist bis 2. Januar rückläufig, aber dann am 2. Januar bleibt stehen und ganz, ganz langsam bewegt sich dann vorwärts. Und diese Energie wird dann Anfang des Jahres spürbar. Wir haben dann das Gefühl, es bremst uns etwas oder überholt uns die Vergangenheit. Es bleibt alles stehen. Es kann sein, was wir das Gefühl haben, ist alles im Scherbenhaufen. Es klappt nichts. Dann ab 3. Januar bewegt sich alles voran, aber es ist sehr zäh, sehr schleppend, bis dann ein großer Schwung kommt am Frühling. Und diese Energie trifft direkt die Wiedergeborenen, das spüren sie auch die Löwengeborenen, sie haben karmische Themen zurzeit, aber wirkt auch für die Schützengeborenen und in die Richtung werden auch die Wagengeborenen schauen. Und dieser Uranus hat immer große Bedeutung in unserem Leben, weil hier gibt es schicksalhafte Veränderungen und heute hat ein Einfluss von Alpherg und diesem Stern Alpherg verbindet die südlichen und nördlichen Fisch in Tierkreiszeichen Fischen. Dann können Sie fragen, was sucht die Fischen in Tierkreiszeichen? Wieder ganz einfach, diese Sternbilder sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen miteinander, also nicht wundern, dass Alpherg hier in diesem Bereich Tierkreiszeichen wieder wirkt und bestrahlt gerade Uranus. Also das sind die Veränderungen. Es kann mit Vergangenheit auch etwas zu tun bei dieser Rückläufigkeit und die Verbindung ist auch eine Botschaft für uns, die Kontakte suchen, die Verbindungen suchen, weil das kann angenehm sein und auch vorteilhaft sein. Und das wirkt direkt
bei den Wiedergeborenen, aber in die Richtung nähert sich gerade die Mond und morgen erreicht auch. Und Mond aktiviert diese Energie und vermittelt diese Botschaft nicht nur für die Wiedergeborenen, sondern für uns alle. Und dann Mond bewegt sich noch schneller und erreicht Vertex, und das ist ein Knotenpunkt. Da treffen viele Linien, also im Sternenhimmel natürlich, aber für uns wirkt das auch. Vieles kommt zusammen und es ist wie ein Knotenpunkt. Und da sollten wir orientieren. Und das, was nähert sich in die kommenden Tage, das ist nicht heute, aber dann sollen wir auch vorbereitet sein. Und wie trifft diese Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen, Wiedergeborenen, sie spüren diese Halbmond und es ist immer Spannung. Die Lösung ist Richtung Waage schauen, also diese Eigenschaften. Erstmal die Luftelement, die Leichtigkeit, das Atem, das ist wichtig. Und dann das Gleichgewicht, ausgleichen etwas, vergleichen oder im Gleichgewicht halten. Aber auch rechtliche Lage, Gerechtigkeit ist auch sehr wichtig. Und damit können die Wiedergeborenen zu inneren Gleichgewicht kommen. Was aber auch wichtig ist, die Gespräche, die Handlungen, das ist aber ein guter Einfluss, weil das wird die Wiedergeborenen begeistern. Momentan kleinere Veränderungen, kleinere Schritte, bis dann Uranus direktläufig wird, dann kommen Anfang des Jahres größeren Veränderungen. Das ist momentan die Vorbereitung. Also wenn das Gefühl entsteht, es ist alles so zäh, es ist alles so langsam, das bremst alles. Ein bisschen Geduld und die Bewegung kommt auch. Die Thema ist, was die Wiedergeborenen betrifft, diese kleinere Veränderungen momentan, einen Besuch machen bei Verwandtschaft, einen Ausflug zu machen, und in den nächsten Tagen wird die Finanzen sein. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Sie haben ein gutes Gefühl dazu. Die Gespräche verunsichern etwas. Die Stiergeborenen kann auch bedeuten, dass sie etwas vorhaben und fragen nach Rat, und es verunsichert eher, als hier die Klarheit bekommen. Was noch auch wichtig ist, dass die Stiergeborenen überlegen, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, verlieren sie die Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos. Nicht allzu passiv sein, sondern sie sollen schon aktiv sein, weil das hilft gerade, aber auch überlegen, in welche Richtung bewegen sie sich momentan. Was auch wichtig sein kann bei den Stiergeborenen, auf eine männliche Person zugehen, weil das kann eine gute Hilfe sein, und wenn es um Liebe, Partnerschaft geht, hat auch eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen die schöpferische Kraft. Sie haben tolle Ideen und Begeisterung und sie können das gerade umsetzen in ihrem Arbeit. Und nicht nur das, sondern das führt auch zum Erfolg. In die Liebe, Partnerschaft sind etwas unsicher, aber die Gespräche werden auch wichtig sein bei den Zwillingsgeborenen, und nicht nur warten und warten, bis diese Nachricht kommt, sondern auf anderen zugehen, die Kontakt suchen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft. Und da halten etwas im Gleichgewicht. Und das ist das Geben und Nehmen, das Ich und Du. So kommen sie auch zu inneren Ruhe, zu inneren Gleichgewicht und verbessert sich die Partnerschaft. Es ist nicht gut, egoistisch sein und nur an sich selbst denken und zurückziehen. Man sollte auch um die Partner oder Partnerin kümmern, aber auch nicht auch aufopfern und nur für die anderen da sein, sondern an sich selbst auch denken, und das balancieren gerade aus die Krebsgeborenen. Sie haben heute ein ungutes Gefühl, aber in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles, kommt auch Stabilität und dann ist alles wieder in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben einen Prozess, und das sind karmische Themen. Zurzeit trifft das die Liebe, Partnerschaft, karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, und es ist auch wichtig.
Viele Löwengeborenen starten etwas Neues. Das kann auch die berufliche Situation sein. Und es ist wichtig, da Mut zu zeigen und Kraft zu zeigen und ja, nicht verunsichern oder verunsichern lassen, sondern davon begeistert sein. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen befindet sich gerade in einer Wandlung. Das beginnt im Inneren. Und da räumen sie auf gerade die Jungfrau-Geborenen. Was ist wichtig? Was ist weniger? Was sollen sie verabschieden, loslassen? Sie bringen ihren Leben gerade in Ordnung. Im heutigen Tag verspüren sie eine gewisse Unsicherheit, aber in den kommenden Tagen bekommt das in Form, bekommt eine Struktur. Und sie können auch bald mit einer Nachricht rechnen, das nähert sich, wo sie Glück haben, gerade das ist die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist heute die wichtige, sie haben eine wichtige Botschaft für alle Tierkreiszeichen, weil die Wagengeborenen sind die ruhende Pol. Also energetisch auch, aber die Wagengeborenen erleben auch im Alltag, in ihrem Leben, für anderen da zu sein. Sie beruhigen anderen. Also sie haben eine wichtige Aufgabe heute. Sie sollen auch in innerer Ruhe bleiben, weil daran liegt die Kraft und so können sie für anderen einsetzen, weil sie werden jetzt gebraucht gerade. Viele Wagengeborenen ist ein Thema, Studium, etwas Neues lernen oder eine Reise oder eine Reise planen. Etwas ändert sich im Leben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist alles wunderbar. Es ist ein Aufstieg, Anerkennung, Lob. Aber sie wissen das noch nicht, weil sie unsicher sind. Sie sind etwas verunsichert gerade. Aber die Bestätigung werden Sie in den Tagen bekommen, wo noch Glück haben. Es ist nicht nur der berufliche Aufstieg, sondern Sie haben gerade Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist alles hervorragend. Sie blühen auf gerade. Spüren auch diese Leichtigkeit, sie haben Glück im Beruflichen, weil sie bekommen Anerkennung, sie werden aufsteigen oder ändert sich etwas Positives im Beruflichen, eine Veränderung oder bekommen Anerkennung oder haben sie gerade gute Chancen, Möglichkeiten, Gesprächen, Terminen. Aber in der Liebe, Partnerschaft und auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis werden auch wahrgenommen. Also sie steigen richtig, ich könnte das so sagen, sie blühen gerade auf. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig, ist auch eine Lernaufgabe, zu sich selbst stehen und davon überzeugt sein. Wenn sie das können, dann werden sie besser wahrgenommen in ihren Umgebung. Wenn sie aber sich bedrückt fühlen, dann werden sie auch unsicher sein oder unzufrieden. Also wichtig ist die eigenen Kraft bleiben und es auch vermitteln. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben eine tolle Idee und damit können sie Geld machen. Und sie kümmern jetzt gerade um Geschäftliche. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist alles wunderbar. Sie haben Gewinnchancen, sie stehen zu ihren Werten, sie bringen die Finanzen im Fluss, die Gespräche. Das kann unangenehm sein, das ist aber ein anderes Thema. Entweder kommt eine unangenehme Nachricht oder kann auch passieren, dass sie warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und das war mein Tageshoroskop. Es ist natürlich allgemein, aber es besteht immer die Möglichkeit des maßgeschneiderten Anfertigen. Und Sie können mich gerne fragen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was ich noch erklären möchte. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld ist einzigartig. So wie jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. Jeder Fingerabdruck ist auch einzigartig. Und dieses Energiefeld, das kann man nicht kaufen oder bestellen. Nein, das kommt von uns selbst.
Und das entsteht von unserem Inneren, von unserem Denken und von unserem Fühlen. Und das ist unsere Ausstrahlung. Und es gibt ein kosmisches Gesetz. Alles, was wir ausstrahlen, das ziehen wir auch an. Das ist unsere Anziehungskraft. Andere Menschen haben auch Energiefeld. Sind wir vielleicht im gleichen Wellenlänge, dann entsteht Sympathie oder Liebe. Da haben wir eine Verbindung und das ist harmonisch. Es gibt Menschen, die kennen anderes, die haben eine andere Wellenlänge und wir können die nicht riechen. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Wir sollen aus dem Weg gehen. Wir können nicht zu jeder gefallen, müssen wir auch nicht so leben. Also es gibt Menschen, die wir nicht vertragen. Und da brauchen wir kein Schuldgefühl, es ist alles normal. Es gibt nicht nur bei Menschen diese Energiefeld, sondern die Orte haben auch ein bestimmtes Energiefeld. Es gibt Städte, wo wir uns wohlfühlen, aufatmen können und wir sagen, boah, hier möchte ich gerne leben. Es gibt Städte, wo wir sagen, oh Gott, da bedrückt mich etwas, da fühle ich mich gar nicht wohl, ich will nach Hause. Die Räumlichkeiten haben auch ein bestimmtes Energiefeld. Es gibt Kaufhäuser, wo wir gerne einkaufen. Es gibt Kaufhäuser, wo wir froh sind, wenn wir draußen sind. In unserem Zuhause gibt es auch ein Energiefeld. Auch die Arbeitsplatz hat auch ein bestimmtes Energiefeld. Woher kommt das? Die Menschen, wo dort gearbeitet haben oder gelebt haben, die haben ihre Energie, ihre Emotionen, besonders was das immer wieder da war, wie ständige Ängste oder ständigen Zweifel, das hinterlässt ihren Spuren. Und wir haben das Gefühl, da bedrückt uns etwas, wir können nicht atmen oder wir schlafen so schlecht. Manchmal liegt auch in die eine Richtung, weil es gibt Energiestörungen. Und es ist klug, wenn wir das harmonisieren können. Und da brauchen wir kein großes Studium, sondern auf unseren gesunden Menschenverstand hören, auf unserem Gefühl hören. Und es gibt Gegenstände, wo dabei hilft, diese Energie zu verbinden, diese Energie zu harmonisieren. Wie zum Beispiel Farben oder Musik oder Halbedelsteine oder Düfte. Oder Gedanken wie Liebe, das harmonisiert auch immer, das hat die größte Kraft überhaupt. Und es ist sehr wichtig, dass wir immer in dieser göttlichen Energie bleiben und nutzen diese Gegenstände. Solche Hilfsmittel biete ich auch an in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Was auch wichtig ist, die Zeitpunkt. Amulett können wir immer tragen, aber ein Ritual machen, damit die Energie wirkt, die Liebe anziehen, das Geld anziehen, die Weg öffnen für berufliche Veränderungen, ist sehr wichtig, in welchen Tag wir diese Rituale machen. Und bei jedem Mensch ist es anderes, weil die kosmische Energie wirkt auch. Und es gibt Tage, wo dieser Ritual nicht wirkt. Und dann wundern wir uns, dass wir damit nichts erreichen. Also muss passend sein, auch maßgeschnitten. Diesen Terminen kann ich auch vermitteln. Wenn Sie etwas bestellen von meinem Shop, bekommen Sie einen Termin gratis dazu. Ansonsten können Sie mich gerne fragen. Und dazu eignet sich auch gut die Blitzberatungen. Es geht auch schnell. Frage stellen und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Fragen oder weiteren Terminen jeweils 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Nicht vergessen, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein und diese Rituale auch in den richtigen Moment durchführen, damit es auch
wirkt. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.